So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und gleich zu Beginn haben wir kurz mal ein kleines Video für euch, denn der Wanne 3, aka Letche, Letchi, Letzhi, ich weiß es nicht, der Letcho einfach, ne? Nennt man es statt Nacho Letcho, das werdet ihr gleich noch sehen. Der hat ein Video gemacht, ein Fan-Video sozusagen, ein kurzes Video, das möchte ich euch jetzt hier mal einblenden. Wow, jetzt wird gleich das ganze Video hier gesperrt wegen der Musik, aber ich muss sagen, das fand ich eigentlich richtig cool. Da ist mehr Bearbeitung und mehr Style und mehr Skills drin als in all meinen Videos. Fand ich also cool, diesen Zusammenschnitt, kurz ein paar Szenen, kurz ein bisschen rumgewackelt, rumgemacht, sonst was, ein Edit hat er gesagt, ich habe ein Edit gemacht. Wie ihr mal seht hier, wer das ist, hier unten, der mit der ungelesenen Nachricht, aber heute bin ich drin, oder? Den wollte ich nämlich letzte Woche schon zeigen, hab's dann vergessen. Letchi 5836 oder Letzhi 5836 oder Letcho. Letcho schmeckt uns am besten und ja, ansonsten Dankeschön natürlich dafür, gerne auch mehr davon. Wie findet ihr das? Ist das cool gemacht? Habt ihr das schon gesehen? Er hat es auch mal in den Fanchat gepostet gehabt, aber hier sehen das vielleicht mehr Leute. Ich habe mich geehrt gefühlt, ja, muss ich schon sagen. Wir haben heute aber jetzt die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Heute Abend natürlich auch die Mewtwo Raid Stunde. Ihr ladet mich ein, wenn ihr mit mir befreundet seid, ladet ihr mich ein zu Mewtwo Raids. Ich brauche 600 XL insgesamt, nämlich bin jetzt bei 510. Habe ja fleißig mitgemacht. Heute Abend geht es richtig rund mit Spukball. Nächste Woche Mittwoch dann nochmal mit Psycho Stoß. Donnerstag ist auch der Raid Boss Wechsel. Aber ich will nicht lang schnacken, ne? Kopf in den Nacken. Wir fangen jetzt an mit den Highlights der Woche. Eure Bilder, eure Einsendungen. Angefangen hat die Woche hier bei Mark Niemals. Der hat einfach ein fliegendes Bisa-Floor auf dem Kopf gehabt, gefangen, mitten in Dortmund. Sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Pupsi hat sich ein Shiny Pikachu gegönnt aus dem jetzigen Event. Habt ihr auch schon ein Shiny Pikachu bekommen? Mit der lustigen Cappy, schreibt es mal in die Kommentare. Brainy Stendal auch hinterher. Hosenmops und ich sind Glücksfreunde geworden. Grüße gehen raus. Getradet haben wir auch schon. Trainer Sir Ups, auch ein Pikachu bekommen. Ich hatte für den Glückstausch eine Tauschaufgabe. Das war die Belohnung. Mit Trainer Sir Ups habe ich gestern auch getauscht, waren auch Glücksfreunde. Was da rauskam, ihr werdet das nicht glauben, das seht ihr gleich. Und noch kurz einen Aufruf: mit Wodka Hondas bin ich schon ewig jetzt Glücksfreund, die erreiche ich aber nicht mehr. Wenn ihr Wodka Hondas kennt, sagt mir Bescheid, dann könnt ihr wahrscheinlich auch nichts machen. Wodka Hondas, falls du das siehst, bitte melde dich. Dann bin ich mit dem Tobi auch noch Glücksfreund geworden. Der Lennart hat uns wieder mal genatzt. Shiny WP bleiben geheim, ne? Steht nämlich gar nichts dran. Trotzdem guter Screenshot im richtigen Moment. Dann Alexander Ahringer, endlich ein 100er Groudon mitgenommen aus Auckland 2351. Das war der Wert. Endlich Shiny Sonnenkern Alexander Ahringer hier noch mitgenommen. Gleich beim ersten Mewtwo Raid war das Shiny da, Alexander Ahringer. Dann endlich Shiny Kamau beim GoFest leider nicht bekommen, dafür heute mitgenommen. Ein Scorpions, there it is, 100% Mewtwo auch gegönnt. Ein schickes 100% von Ice Scorpions noch als Glutexo. Mit Kabisamra bin ich auch Glücksfreund geworden. Trainer Sir Ups, da ist er schon. Ich habe nämlich das Bild nicht, dass wir Glücksfreunde wurden. Er hat mir ein Ho-Oh gegeben, richtig schlecht. Ich habe ihm ein Mewtwo gegeben, bam. Also gut, was heißt richtig schlecht? Mein Ho-Oh hatte 13, 14, 12 und das Mewtwo, was ich ihm geschickt habe, ist auch einfach ein 100%iges geworden. 100% Glücks-Mewtwo vom Ramses, das nimmt man gerne mit. Ist sogar von gestern, als wir Raids für Zuschauer gemacht haben, aus Buenos Aires, Distrito Federal Argentinien mit Wetterboost und ist halt einfach 100er geworden. Dann kam Riggis Popsofa gestern rein, hat gesagt, er ist nur da, um zu flexen, zeigt uns hier auch ein Schundo, was er im Fangbildschirm hat und dann natürlich auch gefangen hat. Die fliehen ja eigentlich nicht, wenn ihr wenigstens einen Ball trefft, ne? Also,
das hätte der Schocker der Woche sein müssen. Aber ihr wisst, der Schocker der Woche muss was Einmaliges sein. Und das ist nicht das einzige Schundo, was wir diesmal haben. Dann Celal hat mir wieder 100 Bilder geschickt. Shiny Huthut, Shiny Schmerbe, Dusselgur, Mangunior, Schanera, Onyx, Yorkliff, Reislaus als 100%. Habt ihr auch schon einen Tech-Tasse entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Meltan als 100%. Es ist einfach ein geniales Pokémon. Trotzdem, ihr habt ja auch außerhalb des Events jetzt, selbst wenn es nicht shiny sein kann, die Möglichkeit, die Meltan-Box zu zünden alle paar Tage. Macht das! Leichter kommt ihr nicht an Level 50er Pokémon. Leichter kommt ihr nicht an ein gutes Pokémon, an ein starkes Pokémon, was ihr auch in der GBL natürlich nutzen könnt. Dann hat er noch ein Shiny Ditto mitgenommen. 100% Mewtwo, auch bei Celal. Natürlich bei gerade 139 Encountern. 783. Da habe ich meinen 100er bekommen. 139 bekommt der Rest. Shiny Mewtwo hier auch dabei. Radfratz, 100er Yorkliff, Shiny Pikachu. Ich damals, 1999, diese Grafik kann gar nicht realistischer werden. Die Grafik, das sah auf jeden Fall richtig gut aus. Das hier ist Stone Cold Steve Austin. Ist das vielleicht WWF Attitude? Das Spiel, das wäre cool. Du hast mich gesehen, nicht mal gegrüßt, was ich gesehen habe. So geht es mir auch immer, wenn die Leute mal sagen, die sehen dich auf der Straße und dann schreiben die dich 3 Stunden später an, hey, du hast mich vorhin gar nicht gegrüßt, als du mich gesehen hast. Ist ja nicht so, dass die auch nicht gegrüßt haben oder nichts gesagt haben, aber ich habe die nicht gesehen, aber die sehen mich. Kennt ihr das? Diese Situation ist so täglich im Leben einfach drin integriert. Dann hat er hier noch ein 100er Larvitar mitgenommen. Was haben alle Menschen mit Thomas Anders gemeinsam? Alle heißen entweder Thomas oder Anders. Grüße an Thomas an der Stelle. 100 Euro versaufen, alles gut. 50 Cent für die Toilette bezahlen. Warum habe ich das drin gelassen? Das sollte gar nicht hier rein. 100er Staralili erlöst, Shiny Pidiza, 100er Pikachu, Shiny Meltan, 100er Weberak, Shiny Kamau, Shiny Weberak, Shiny Fleckmon, 100er Baldorfisch. Was ist das denn? Man erkennt gar nicht, was es ist. Eine Mango, ein Pikachu, was sich kringelt in der Luft und gleich auf dem Kopf landet. Das sieht da. Ein Würmchen, guck, das sieht aus, nice, ein Minion wahrscheinlich. Shiny Pikachu als Wurm in der Luft gekringelt. Niemand. Meine Konsole, wenn ich ein Spiel starte. Brrr. Kennt man auch, kennt jeder. Is that you? Also bist das du? Ja, aber es ist ein altes Foto, wo Pikachu halt noch klein und fett war und jetzt ist. Fand ich auch lustig, komm. Chefe24, jetzt haben wir es. Was hat der denn so bekommen? Zum Beispiel Mewtwo Kikli. Teddy Ursa, Kamaup, Biberak, Meltan, das sind die Highlights. Die anderen Highlights, wie du oben sehen kannst, hatte ich in den letzten 6 Tagen 20 Shinies. Ich spare mir die einzeln, da wir die alle schon mal hatten. Für das Mewtwo in Shiny über 90 Raids gebraucht, dazu die 200er. 100er ist so richtig Gold wert, Babys, 100er Babys sowieso immer, Creme de la Creme, aber auch ein 100% Krypto-Voldo-Ball. Kaiser Kai, gute Ausbeute für einen Tag. Erstes Mewtwo gleich Shiny. Das kommt rein. Er hat es gar nicht. Es ist Pokédex-Eintrag und er kriegt direkt im ersten Raid das Shiny. Chefe 90 Raids bis zum Shiny. Kaiser Kai ein Raid bis zum Shiny. Schocker der Woche. Nein, wir haben natürlich was anderes, aber hat auch gleich Meltan mit reingenommen im Event. Das war nach der Rampenlichtstunde so allein, da habe ich es einfach mitgenommen. Ein Weberak. So. Luigi Sarada, Spontaneinladung vom Kumpel angenommen, zum Glück nicht abgelehnt. 96er Groudon, dann noch krass vor der eigenen Haustür gefangen. 100% Pikachu, Mist fast Schundo, 98er Klick in Shiny. Sarina hat wieder mal gesendet. Shiny Sonfell, Lunastein, Pikachu und Ditto dazu. Eventziel Pikachu und endlich Sonnenfell in Shiny zu bekommen erreicht. Der Rest musste nicht sein, nimmt man aber trotzdem immer wieder gerne mit. 100er Yangma, 100er Kamaup, 100er Quiekel, Quiekel 100er auf jeden Fall richtig stark. Geniales Pokémon dann als Marmut, Hell, Eisarmee muss kommen. Ein Tagesausflug mit Bringsel, Sören, Shiny Schnuthelm, Carlos. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos, ja. Shiny Meltan, Shiny Mankey, da hat er mir bestimmt 20 Stück geschickt. Shiny Schneckmack, Shiny Quapsel, Shiny Pikachu, muss schon alt sein.
Shiny Carlos, Shiny Pikachu aus getradetes Glücks 100% mit Festtags, Neujahrs, Silvester Pikachu mitgenommen. Aluhut. Wenn ihr was erkennen könnt, schreibt's Bescheid. Slimer, Flapterix, Dodu, Dusselgur, Chanera, Luna, Stein, Meltan, Weberak, Mewtwo, Riolu sind die Shinies. Highlights natürlich also das Flapterix und das Riolu. Dann Shiny Charmian und Ditto und 100% Reißlaus. Joa, warum nicht? Lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. 0% Meltan. Gut, das ist eins, das hätte ich zum Beispiel auch wahrscheinlich aufgehoben, obwohl ich keine Nuller sammle. Aber das könnt ihr ja nicht gezielt suchen mit einer Map oder so. Oder irgendwie über irgendwelche Feeds. Das ist wirklich Zufall. Das ist genial. Dann hat er insgesamt auch jetzt schon in einer Woche... 0 bis 7? Ja, in einer Woche... Wieso hat er 0 bis 7? Das geht das Event schon so lang? Heute ist mir... Ne, egal. 0 bis 7 hat jetzt schon 3 Shiny Meltan aus dieser Zeit bekommen. Da wie hier ein Shiny Weberak auch. Sehr cooles Bild, wie die hier gerade so hüpft. Noah mit einem Shiny Wuffels. Noah zeigt uns hier die wilden Dragoransen und die wilden Letterkösen. Dann Andy Project, kurz nacheinander. Erst den Zong und dann das 100er. Danke an Fanrate Go AMK für die Einladungen. Zong ist wahrscheinlich also das 67%ige mit 10, 10, 10 und das 100er natürlich 15, 15, 15, auch hier nimmt man mit, war das dritte. 300%ige Mewtwo bei 228 Raids. Ich 783 für mein 100er. Shenaya, Shiny Mewtwo, 100er Mewtwo mit Wetterboost, Shiny Meltan, Shiny Onyx, 100% Shiny Mewtwo aus Amberg, Bayern, Deutschland. Also das ist, deswegen war das Shundo vorhin auch kein, wenn jeder ein Shundo hat, dann ist das ja auch nichts Besonderes mehr. Shiny Ditto auch noch mitgenommen. Dann hier das schlechteste Mewtwo, also auch mit 22,94. Obwohl, achso, nee, kann ich gar nicht nachgucken. Drehst nur noch das, das sammeln, sammelt ihr 10, 10, 10er bei Legendären? Schreibt es mir in die Kommentare. Noch ein Elitemon für die Sammlung. Ihr wisst, 1337 ist die Zahl. Die müsst ihr sammeln. Galaf Lundschlick hier als Shiny auch noch mitgenommen. Das habe ich als Nato gefangen. Habe das leider entwickelt, bevor ich einen Screenshot gemacht habe. Sieht so aber viel besser aus. Ne? Shiny Ditto gefangen, auch mit Fangbild, Verwandlungshintergrund. Shiny Chanera noch mitgenommen. Perdo hier mit dem Ninja Bisa-Knoss und dem Black Cat Pikachu. Das muss auch neu sein. Guck. Dragonite, 100% Mewtwo auch noch mitgenommen, auch gefangen. Lukas, boah, in der Wildnis gefangen. Und das in der Nacht, 100% Dragoran. Mit Map, Zufall, ohne, ich weiß es nicht, auf jeden Fall doch, ja. Sehr cool. Lost Lüft, knapp 30 Minuten nach Eventstart, 3 Dittos gefangen und 2 Shinies, das schmeckt nach Kaugummi wahrscheinlich. Habe 9 Shiny Dittos, 8 davon mit Schnellfangtrick, bei diesem endlich mal dieses Bild geschafft. Daniel Love, zweiter Hundo beim Gladiantri. Jedes weitere geht jetzt also an mich, finde ich sehr gut. Frango, vielleicht mal was für Raider Mittwoch hier. Null, Nuller, Girafarig, Shiny. Ich glaube nicht, dass man das gezielt so sucht. Das kriegt man halt so und wundert sich dann. Marco Jung mit dem Schicksal des Jahres. Dem ist nämlich einfach ein 100% Groudon geflüchtet. 23,51. MacMC, MacMaggie, erlöstes Relaxo, ne, zum 100%, warum nicht, ich weiß nicht, ob man mit dem Krypto Relaxo unbedingt irgendwas macht, 100er, wenn man noch keins hat, nimmt man natürlich gerne mit, sieht doch auch gut aus, dann Silvio Shinux, die letzten Shinies, die er bekommen hat, Mewtwo, Groudon, Slimer, Mantax, Nado, Onyx, Bronzel, also lauter grünes Zeug. Das Mantax sticht komplett heraus, passt gar nicht dazu. Plus die 100%igen Mantax Tag, das Wuffels. Wuffels auf jeden Fall das genialste davon. Tyler's Duck, auch Shiny 98er. Melta, sowas habe ich auch nur als Glücks. Könnte man theoretisch auch mal hochziehen, so aus Spaß. Benjamin Engel hier auch nochmal Shiny Mewtwo mitgenommen. Dann wieder Duo Raid gemacht. Nur mit Hundemon gegen Mewtwo. 36 Sekunden eingetütet. Dann Glückstausch gemacht mit Groudon. Shiny Chanera noch mitgenommen. Zeigt uns sein Gengar Plüsch.
Thomas Speck hier auch, weil am Kaiserstuhl 100% Tektas, einfach auch richtig geniales Pokémon natürlich. Cumulus ausgebrütet, 100% Obei. Cumulus 13-10 gefangen mit 10-15-15 Werten. Wildes Schlappohr. Direkt als Entwicklung, sieht immer noch sehr interessant aus, sehr süß, ich bin eher der Herzhafte. Gibt mir ein Salami Mewtwo, aber geht weg mit diesem Marshmallow, Zuckerschaum, Schlappohr. Jojo, auch das 100er natürlich gegönnt. Jojo, noch Shiny, Riolu, nice, Familie ist voll. Und dann waren das eigentlich sogar schon jetzt die Shiny, ach die Highlights für diese Woche. Jetzt haben wir noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Randy Orton, also vom Skinny. Guckt euch das an. Hallo Ramses, vielleicht ist das was für Raider Mittwoch. 100% Shiny Milzer in Lucky. Es gibt Leute, die haben keinen Shiny Milzer bekommen zum GoFest. Und dann gibt es welche, die haben zwar eins bekommen, aber die würden das natürlich niemals tauschen. Beim Glückstausch, beim garantierten Glückstausch einzufinden, der mit euch wirklich einen Shiny Milzer tauscht, vielleicht auch Mirror, müsst ihr erst mal einen finden, wie gesagt, der das macht und der das auch hat. Und dann bei diesem einen Tausch, den ihr macht, bam, direkt 100% Glücks-Shiny-Milzer. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Noch cooler ist, wenn man es natürlich entwickelt. Habe ich auch gesagt, entwickel, los. Nee, will den so lassen, kommt ein Seedane. Schade. Das wäre noch richtig cool gewesen, oder? Wenn er das noch entwickelt hätte. Und er hat es natürlich entwickelt. Guckt euch das an. Man hat ihn so unter Druck gesehen. Nein, er hat selbst gemerkt, dass das so als Max Sachs, nicht als Mantax, aber als Max Sachs natürlich noch viel besser aussieht. Guck doch mal hier. Die shiny Farbe geht total unter wegen diesem hässlichen Hintergrund. Dann kommt dieser schwarze Kohlklumpen, stellt sich davor und schon sieht es wieder richtig genial aus. Ist auch direkt auf Level 50 gepusht. Ne, warte, fehlt noch was. Ist aber bei 3942. Könnte also sein, dass er sogar die 4000 knackt. Der Bogen ist noch nicht ganz voll. Mainz, Rheinland-Pfalz, 4.6. 100% Glücks, Shiny, Max sagt. Das ist für mich das Highlight der Woche. Das war einmalig drin, das habe ich so noch nicht gesehen. Das hat mir noch keiner geschickt, sowas. Deswegen für mich das der Schocker. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Denkt an die Raidmania heute Abend. Wenn ihr unterwegs seid und Mewtwo Raids macht, ladet mich ein. Ich nehme wieder jede Einladung an. Ich muss eigentlich ruhig angehen lassen, aber heute gebe ich wieder Gas und nächste Woche Mittwoch, die zwei Raidmanias werden mitgenommen, definitiv. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Bis heute Abend, denkt an Raw, denkt an alles und denkt an, ja, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.